Hallo meine Freunde, es freut mich hier zu sein und euch noch mal begrüßen zu können. Ich bin noch in New York und ich freue mich, euch zu sehen. Und ich wollte euch sagen, warum ich Deutsch gelernt habe. Ich habe 1984 begonnen, Deutsch zu lernen. Und ich kann mich erinnern, als ich in Heidelberg war, da habe ich einen Deutschkurs gemacht und das war ein wichtiges Jahr für mich. Ich habe so viel entdeckt und das hat so viel Freude gemacht. Und noch später habe ich bei einer deutschen Fluggesellschaft gearbeitet, von 86 bis 93, und das hat auch viel Freude gemacht. Und ich freue mich immer, wenn ich mit jemandem auf Deutsch sprechen kann. Und heute spreche ich noch mit vielen Menschen auf Skype und wir reden auf Deutsch und Englisch und auch mal Spanisch. Und ich hoffe, euch bald begrüßen zu können. Ja, ich wollte euch noch etwas sagen, warum das für mich so wichtig ist. Das war 1984, als ich Deutsch gelernt habe, habe ich auch meinen ersten Freund auf Deutsch gehabt. Ich habe einen Grieker in Frankfurt kennengelernt und das ist natürlich eine sehr schöne Erinnerung. Und ich habe auch in Deutschland musiziert. Ich spiele Bratsche und Geiger und das war auch ein sehr schönes Erlebnis für mich. Und ich freue mich immer, als ich an Deutschland denke oder wenn ich Deutschland sprechen darf. Und ich hoffe, euch bald begrüßen zu können und ich wünsche euch alle alles Bestens. Tschüss!